Der Absturz eines unbekannten Objekts in Las Vegas, inklusive der Sichtung ihrer Insassen, beschäftigt ganz anscheinend nicht nur mich noch. In den letzten Tagen habe ich so einige Kommentare hier lesen können. Und tatsächlich gibt es nun neue Videos, Bilder und Zeugenberichte. Nicht nur Aufnahmen, die ganz eindeutig zeigen, dass dort tatsächlich etwas abgestürzt ist, sondern auch Fotos, die uns die Insassen sehr deutlich zeigen sollen. Berichte von seltsamen Lähmungen und menschenähnlichen Schreien in der Nacht. Und damit hallo meine Lieben zu einem ja wirklich gruseligen Update zum vermeintlichen UFO-Absturz in Las Vegas. Wir schauen uns heute die Bilder und Aussagen an, die weit vor dem inzwischen bekannten Notruf aufgezeichnet worden sind, die persönlichen Worte der Familie, Videos, die seltsame Dinge zeigen und noch sehr viel mehr. Wie immer direkt nach dem Intro. Ich war einer der Ersten, der euch über diesen seltsamen Vorfall in Las Vegas berichtet hat. Und seitdem sind ein paar Tage vergangen. Der Notruf und die Videoaufnahmen gingen nicht nur in den sozialen Medien viral. Und seitdem hat sich auch so einiges getan. Neue Bilder, neue Videos, neue Zeugenaussagen. Und all diese zeichnen ein sehr viel genaueres Bild von dem, was da in Las Vegas vor sich ging. Inklusive eines mysteriösen Fotos, das uns die schärfste Aufnahme von dem zeigen soll, wer oder was da abgestürzt ist. Da die meisten das erste Video dazu schon gesehen haben, nur eine sehr kleine Mini-Zusammenfassung. Ein Polizist in Las Vegas beobachtet ein grell leuchtendes Objekt, das langsam zu Boden geht, aufgezeichnet mit seiner Bodycam. 40 Minuten später dann ein Notruf. Ein fassungsloser Anrufer berichtet von dem Absturz eines seltsamen Objekts in seinem Hinterhof. Er und seine ganze Familie sehen seltsame Wesen, viel größer als ein Mensch, mit dunklen großen Augen. Zwei Polizeibeamte werden zum Tatort geschickt. Die Aufzeichnung des Notrufs zeugt auf erschreckende Weise davon, wie verängstigt doch die Familie war. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually weird. We're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard. Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes. Like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. Okay. Der Name des Anrufers ist inzwischen auch bekannt geworden. Ein junger Mann namens Angel, gerade einmal 16 Jahre alt. Kein Scherzanruf eines Teenagers. Seine Eltern und Geschwister berichten alle genau das Gleiche. Und dass da tatsächlich etwas war, zeigen uns die neuesten veröffentlichten Aufnahmen. Vom Objekt selbst, das auf die Erde stürzte, als auch die Bilder von den Wesen, die aus diesem Objekt gekommen sein sollen. Die häufigste Frage, die mir in den Kommentaren gestellt worden ist, war, warum denn die Familie die zwei seltsamen Kreaturen nicht gefilmt haben. Schließlich hat ja heutzutage jeder ein Smartphone in der Tasche mit Kamerafunktion. Tatsächlich hat sie genau das getan. Und die Bilder sollen sie tatsächlich zeigen, die beiden Piloten oder Insassen des abgestürzten Objekts. Doch schauen wir uns erst einmal an, ob denn da überhaupt wirklich etwas im Garten der Familie runterkam. Schließlich hatten wir bisher nur die einzelnen Bodycam-Aufnahmen des Polizisten. Inzwischen sind weitere Videos aufgetaucht. Sie zeigen ebenfalls das Objekt, das bisher nur aus weiter Entfernung aufgenommen wurde. Anhand des Zeitstempels können wir dann auch sehen, dass es sich um das gleiche Objekt handelt. Sogar ein Livestream ist mit dabei. Zwar erscheint es auf der einen Aufnahme eher grünlich und auf der anderen wieder eher bläulich, doch das liegt wohl an den verschiedenen Linsen und der Kamerasoftware. Dazu aber auch die nun bekannten unzähligen Zeugenaussagen, die ebenfalls bezeugen, dass dort etwas runtergekommen ist.
Jetzt lassen wir erst einmal außen vor, was dieses Ding denn nun wirklich ist. Ein Meteorit, eine Raketenstufe oder sonst irgendetwas. Fest steht nur, dass da tatsächlich etwas runtergekommen ist. Und die GPS-Koordinaten dieser Kamera hier lassen vermuten, dass es tatsächlich auf dem Grundstück von, ja, Angels Familie heruntergekommen sein könnte. Das ist natürlich noch lange kein Beweis, dass da was abgestürzt ist, ein außerirdisches Raumschiff. Geschweige denn, dass dort ihre Piloten gelandet sind und ja, die Stadt mehr oder weniger unsicher gemacht haben. Noch vor dem Notruf und auch noch vor dem Eintreffen der Polizei ging Angel mit seiner Familie in den Garten, aufgeschreckt durch einen Lichtblitz, wie es heißt. Eines seiner Geschwister nahm das Handy zur Hand und begann dann auch sofort zu filmen. Später wird Angel sagen, dass sie gerade dabei waren, ihren kleinen Lastwagen zu beladen, als sie von diesem Lichtblitz aufgeschreckt wurden. Tatsächlich sehen wir auf dem Video auch Angels Bruder mit einer dreckigen Hose, ein wenig Staub ist daran haften geblieben. Ein erster Hinweis aber darauf, dass seine Geschichte so auch stimmen könnte. Das Video soll aber noch sehr viel mehr zeigen, doch dazu später mehr. Angel hat sich mit dem Viralwerden seines Notrufs nun auch selbst zu Wort gemeldet. Er berichtet sehr viel genauer, was damals wirklich geschah. Der Bereich, in dem das Objekt landete, also der Hinterhof, erschien der Familie seltsam verschwommen. Fast so, als ob dieser von einer unbekannten Form der Tarnung verdeckt wäre, wie es Angel nennt. Sie näherten sich dann dem Zaun, um einen genaueren Blick zu riskieren. Und genau dort wollen sie dann das gesehen haben, was die Videoaufnahme nur vermuten lässt. Zwei große Kreaturen mit großen Augen und glänzenden nichtmenschlichen Mündern. Etwas Außerirdisches, zu 100%, wie es Angel versichert. Als er und seine Geschwister den beiden Wesen dann in die Augen blickten, erstarrten ihre Körper. Es erinnere Angel an seine Erfahrungen mit einer Schlaflähmung. Auch könnten sie sich an das laute, tiefe Atmen der Kreaturen erinnern. So unheimlich und durchdringend, dass es ihnen noch heute eine Gänsehaut bereitet. Angel habe dann diese vorübergehende Lähmung dann irgendwie überwunden, wie er sagt, rannte dann voller Panik ins Haus hinein und wählte dann die 911, den amerikanischen Notruf. Dann berichtet er dem Notruf von dem, was wir inzwischen alle kennen. Die Polizei traf schließlich ein, befragte die Zeugen und untersuchten den Hinterhof. Dann verschwanden sie wieder. Doch diese zwei Kreaturen sollen später zurückgekehrt sein. Auch dazu später mehr. Die Analyse des Videos, das uns den Weg in den Hinterhof zeigt und das noch vor dem Notruf gefilmt wurde, wurde in den letzten Tagen von etlichen Hobbyanalysten genauer untersucht. Diese Sequenz hier zeigt den Moment, als die Familie in die starren großen Augen des Aliens geblickt haben wollen. Und wir kennen es ja alle selbst. Was wir mit den eigenen Augen noch in der Ferne sehen können, erscheint auf den Bildern des Smartphones gar nicht mehr so klar, wie es eigentlich ist, vor allem wenn es dunkel ist. Anhand einiger technischer Spielereien, will ich es mal so nennen, und der Verstärkung des Kontrasts, ist aber dann tatsächlich etwas zu erkennen, was auf die Beschreibung von Angel und seiner Familie ja so ziemlich passt. Ein typischer grauer Alien, wie wir es wohl interpretieren würden und ihr bestimmt auch. Ziemlich unscharf und naja, es könnte sich auch durchaus um eine optische Täuschung handeln, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Andere wollen zudem eine Bewegung direkt am Zaun ausgemacht haben, seltsame Schatten und irgendetwas, das sich dort hinter dem Holz verbirgt. Wirklich unheimlich sollte sich da tatsächlich etwas so nah an der Familie befunden haben. Derzeit kursiert auch noch ein Bild im Netz, das die klarste Aufnahme eines der Wesen zeigen soll, aufgenommen von einem Nachbar, der es auf der Straße entdeckt haben will. Mehr ist zu diesem Foto hier ja nicht wirklich bekannt. Ich habe das Bild auch mal durch die Google-Bilder-Rückwärtssuche laufen lassen, fand da aber nicht wirklich eins, das sich nicht mit dem Las Vegas-Vorfall in Zusammenhang gebracht wurde. Trotzdem ist es meiner Einschätzung nach nicht echt. Wir müssen uns mal vorstellen, da sehe ich doch relativ nah so ein riesiges Wesen und ich mache dann einfach so ein Foto von dem. Klar wird es nur ein vergrößerter Ausschnitt sein, doch ist es nicht so stark verschwommen, dass dieser Alien irgendwie mehrere 10 Meter weit weg war. Also ich wäre da wirklich vorsichtig mit dem Bild.
Bemerkenswerterweise riet der letzte Beamte Angel dazu, dass, wenn er den Kreaturen jemals wieder begegnen sollte, davon absehen sollte, die Polizei zu kontaktieren und sich stattdessen mit allen notwendigen Mitteln zu schützen. Der Beamte glaubte wohl den Aussagen Angels. Als auch dann der letzte Beamte außer Haus war, zogen sich Angel und seine Familie ins Wohnzimmer zurück und fingen an zu beten. Wenige Minuten später sollte diese Ruhe jedoch abrupt unterbrochen werden. Aus dem Hinterhof drang ein beunruhigender, menschenähnlicher Schrei, wie Angel es berichtet. Es durchzog die ganze Nacht und auch die Nachbarschaft. Etwas, das er nie zuvor gehört hatte. Keine streunenden Katzen oder irgendetwas ähnliches. Angel ist sich indessen sicher, dieser unheimliche Schrei kam von einem der Wesen, ja, die ihn so erstarren ließen. Es ist wirklich gruselig, was da damals in Las Vegas geschah, und die vielen Aufnahmen zeigen uns, dass dort zumindest wirklich etwas abgestürzt ist. Dass die Familie fest daran glaubt, dass sie etwas in ihrem Hinterhof sahen, steht für mich außer Zweifel. Ob wirklich etwas da war, ja, das können wir nur anhand der verpixelten Aufnahmen vermuten. Es wird wohl für immer ein Mysterium bleiben. Wie gesagt, fest steht nur, dass es etwas war, das eine ganze Familie bis aufs Mark erschreckt hat. Aber schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Könnte wirklich etwas dran sein, Außerirdische, die in Las Vegas durch die Straßen wanderten? Ich bin da wirklich gespannt, wie ihr dazu steht. Egal, ob es ihr jetzt für möglich haltet oder doch zu abwegig. Und falls euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mir doch auch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich immer sehr. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann klickt doch bitte auf den entsprechenden Button. Wir sind hier inzwischen eine kleine, feine Community geworden, die sich auch traut, mal über den Tellerrand hinauszublicken. Und damit Augen auf und bis zum nächsten Video.